unsere Gebete, wie wir oft beten. Jetzt sage ich das zu mir als Erste, wie wir oft beten, dass wir im Gebet irgendwo uns erwischen und ertrappen, dass wir woanders sind. Und das passiert uns wahrscheinlich alle, passiert mir oft auf jeden Fall. Im Allgemeinen mit Allahs Buch, wie wir umgehen und wie wir, wenn wir Koran lesen, ob wir das auch lesen und wir sind da in einem Zustand von Achtsamkeit oder auch nicht. All diese Dinge sind Nachlässigkeiten mit Allah subhanahu wa ta'ala und die brauchen Reue. Andere Dinge, die wir eben miteinander machen, und es gibt Sünden, die wir machen mit Menschen, mit Mitmenschen, in dem Sinn, dass wir materielle Rechte von ihnen im Unrecht dann ihnen nehmen. Und diese braucht nicht nur Reue, diese Art von Kategorie von Sünden braucht nicht nur, um Allah subhanahu wa ta'ala, um Verzeihung und Vergebung zu bitten, sondern es braucht noch zuerst einmal in erster Stufe und erster Reihe, nachdem man bereut und das erkannt hat, dass man eine Sünde gemacht hat oder einen Fehler gemacht hat, müsste man die Rechte zurückgeben, wenn sie materiell sind. Sollte das nicht möglich sein, mindestens die Personen zu bitten um Vergebung. Also die materiellen Rechte muss man zurückgeben. Es reicht nicht nur eine Reue zu machen, sondern man müsste die Rechte, die man im Unrecht genommen hat, und sie sind materiell, ich habe etwas genommen, was mir nicht gehört, und ich will dann jetzt bereuen, dann kann ich nicht anfangen zu bereuen, indem dass ich sage, ja Allah, ich bitte dich um Vergebung, sondern ich muss das zurückgeben zuerst einmal und dann bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Wir hören von Ramadan, dass Ramadan ist der Monat vom Koran. Ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. Ist der Monat, in dem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jedes Jahr mit Jibril alaihi wasallam das, was herabgesandt wurde, als ganz rezitiert. Bis zum sein letzten Lebensjahr hat er dann das zweimal rezitiert sogar, wenn das vollständig war. Ist der Monat, in dem die meisten anderen göttlichen Bücher, Offenbarungen herabgesandt worden sind. Die Schriften von Ibrahim, Abraham, Friede sei mit ihm, sind in die erste Nacht von Ramadan herabgesandt. Die Tora ist in die Nacht von 6. Ramadan herabgesandt. Die Bibel ist in der Nacht von 13. Ramadan herabgesandt. Und der Koran ist in der Nacht vom 24. Ramadan herabgesandt. So ein Monat, das Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht hat und auserwählt hat, für das Herabsenden von seiner Offenbarungen, das heißt Herabsenden von seinem Licht, Herabsenden von seiner Barmherzigkeiten, weil seine Offenbarungen sind Licht und sind Barmherzigkeiten und sind Geschenke und Gaben. Und all diese, also die meisten Offenbarungen sind im Monat von Ramadan eben herabgesandt. Was wiederum betont auf den Wert von diesem Monat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das merken wir auch in dem Hadith, in dem Hadith Qudsi, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es geht da in dem Hadith nicht um Ramadan an sich, sondern um das Fasten. Und er hat aber für uns, subhanahu wa ta'ala, das Fasten im Ramadan als Pflicht gemacht.
Und Allah subhanahu wa ta'ala betont auf die Wichtigkeit vom Fasten, indem wir das lesen im Hadith. Dass Allah die jede Handlung von dem Sohn Adams, von eines Menschen, vervielfacht in Belohnung von 7 bis zu 700. Bis auf das Fasten. Und da sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das erste war ein Teil von Hadith, und dann sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ein Teil, der zweite Teil ist Hadith Qudsi. Allah sagt, außer das Fasten, es ist für mich, also das Fasten ist für mich, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich selbst das Fasten und ich belohne dafür. Er begrenzt nicht und er sagt nicht, was für Belohnung gibt es für das Fasten. Er macht das Fasten als Ausnahme und er gibt uns nicht Bescheid, wie viel. Und das heißt, je mehr du dich anstrengst, in einer Überlieferung, al-ajr ala qadr al-ta'ab, die Belohnung entspricht die Anstrengung. Je mehr du dich anstrengst, desto deine Belohnung noch höher und mehr und wertvoller von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sprechen von Belohnung und von Anstrengen, das heißt, ich muss mich anstrengen im Ramadan. Und nicht nur, dass ich jetzt auf das Essen und Trinken verzichten muss, sondern muss ich auch noch dazu, das ist schon anstrengend genug, richtig? Weil das schwächt tatsächlich, das Fasten schwächt auch den Körper. Und das ist auch verlangt, weil Ramadan ist der Monat für die Seele und für das Herz. Ist auch für den Körper gesundheitlich, in einer anderen Weise. Aber der Wichtigste, der Nutzen von Ramadan hat, ist das Herz und die Seele. Ist der Monat, in dem die Seele sich vergnügt. Ein Monat, in dem das Herz sich vergnügt. Und dann muss man muss der Körper verzichten. Wir verzichten auf etwas, was wir materiell an dem Körper geben. Dafür geben wir an dem Herzen und an die Seele, was sie normalerweise außerhalb von Ramadan nicht genug davon bekommt. Wir haben gerade gesprochen von Verzichten. Jeder Erfolg braucht Verzichten, richtig? Wenn jemand Mediziner jemand will ein Arzt werden oder ein Lehrer werden oder Ingenieur werden, kann man schlafen und sagen, ich werde dann ein Arzt, ich möchte Arzt werden oder Ingenieur oder was auch immer, was man sich wünscht. Man bleibt sicher stundenlang in der Nacht wach zum Lernen, richtig? Man muss sich anstrengen, verzichten auf Schlafen, manchmal verzichten auch auf Nahrung und vernachlässigt man seine Nahrung und vieles andere, weil man Erfolg dabei haben will. Und so geht es auch im Ramadan. Wenn wir wollen, dass wir von Ramadan eine gute Leistung bekommen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass wir verzichten sollen. Dass wir auf Dinge verzichten müssen. Und dass wir uns darauf vorbereiten, zu verzichten und darauf uns einstellen, auch zu verzichten. Was gibt es zum Beispiel zum Verzichten im Ramadan? Wer hat Fernsehen zu Hause? Nicht viele, mashallah. Gut, das ist schon ein gutes Zeichen. Aber Filmkonzerne fangen, wenn Ramadan aufhört und zu Ende kommt, fangen sie an, die nächsten Serien für den nächsten Ramadan zu vorbereiten. Sie machen eine andere Vorbereitung für Ramadan. Also die Unachtsamkeit noch im Ramadan verstärken. Und leider ist zu bedauern, dass viele Muslime in die Falle fallen und verbringen stundenlang vor diese Serien.
Und gerade die Serien sind in die wertvollsten Stunden auch von Ramadan, in die Zeit von Tarawih-Gebet, in die Zeit vor, zwischen Asr und Maghrib, Zeiten, wo, zu denen man sitzen sollte, sich mit dem Koran beschäftigen, mit Dhikr beschäftigen, mit Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigen, mit Dua beschäftigen. Stattdessen beschäftigt man sich, indem man stundenlang vor dem Fernsehen sitzt. Und das ist eine Möglichkeit eben für Verzicht, dass man sagt, okay, im Ramadan versuche ich, auf Fernsehen zu verzichten. Vielleicht für viele, die eben gewohnt sind, Nachrichten anzuschauen und Filme anzuschauen und so, das ist eine Herausforderung, jetzt zu sagen, auf Fernsehen verzichten. Das ist, was soll ich dann machen? Verzichten, um diese Zeit auszunutzen für was anderes Wertvolles. Verzichten und diese Zeit freimachen von etwas, was mir vielleicht Sünden bringt. Das Wenigste, was mir bringt an Schaden, dass die Zeit sinnlos verwendet wird. Das Wenigste. Wenn die Filme vielleicht nicht gefüllt auch mit Sünden sind, die man anschaut. Die Zeit, die Allah subhanahu wa ta'ala uns geschenkt hat, es heißt, eine Stunde besteht aus 60 Minuten. Kann man in einer Stunde 15 Mal Qul huwallahu ahad lesen? Mindestens. Dreimal Qul huwallahu ahad lesen gilt für dich bei Allah subhanahu wa ta'ala, so wie wenn du den ganzen Koran gelesen hast. Und wenn du 15 Mal in einer Stunde liest, das heißt, wie oft hast du den Koran gelesen? 5 Mal. Stellt euch vor, wenn wir so die Dinge sehen, auch einer, der sagt, ich kann nicht Arabisch, ich bin neu Muslim, aber du kannst Qul huwallahu ahad, oder? Kannst du Qul huwallahu ahad sagen? Ist gut. Dann hast du, wenn du das dreimal gesagt, gilt das für dich so, wie wenn du den ganzen Koran gelesen hast. Du liest dreimal Qul huwallahu ahad und ich setze mich jeden Tag und lese jeden Tag ein Juz. Du hast in kürzer Zeit den ganzen Koran gelesen und ich brauche stundenlang, bis ich den ganzen Koran gelesen habe. Das sind Gaben, Kleinigkeiten, die Allah subhanahu wa ta'ala durch seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam beibringt, die für uns von großem Nutzen sind. Und wenn einer sagt, ich kann nicht auf dem Fernsehen verzichten, das ist für mich jetzt zu viel verlangt, dann sage ich, ما لا يترك كله ما لا يدرك كله لا يترك ما لا يدرك جله لا يترك كله. Was ich nicht als ganz erreichen kann und erfüllen kann und machen kann, dann unterlasse ich auch das nicht als ganz. Okay, dann mache ich, verzichte ich auf eine Stunde. Verzichte ich nur auf diese Zeit von Tarawih. Und anstatt dass ich einen Film anschaue oder eine Serie anschaue, gehe ich zu Tarawih-Gebet. Oder was Ähnliches, das ist jetzt mal ein Tipp, eine Idee. Das gilt aber nicht nur für Leute, die Fans sind. Wer sind die Facebook-Fans? Sind, ich glaube, mehr als die TV-Fans? Niemand? Oh, mashallah. Niemand hat Facebook? Madrasa hat Facebook, sagt Hamza. Ja, wenn wir Facebook anschauen, indem wir uns erinnern an Allah, indem wir uns für Ramadan vorbereiten und uns beschäftigen mit Facebook, in dem Sinne, dass wir unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala stärken und unsere Augen und unsere Ohren und uns schützen vor Sünden durch Facebook, dann gut, dann ist kein Problem, kann man Facebook, auf Facebook aktiv sein. Aber man muss, wichtig ist es, ein Ziel zu haben. Was will ich? Will ich, dass die Zeit vergeht? Und sie vergeht schnell sowieso. Sogar, wir lesen in diverse über Ramadan, dass Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Tage von Ramadan, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أياما معدودات.
weniger Tage, beschränkte Tage. Allah macht uns subhanahu wa ta'ala aufmerksam, dass die Tage von Ramadan, dass der Monat Ramadan ist kurz. Es sind nur beschränkte Tage, nur wenige Tage. Natürlich gibt es auch andere Dinge, die wir sinnlos machen könnten, die viele von uns sinnlos machen. WhatsApp-Chat, bin ich auch eine davon, die viel Zeit vergeudet damit. Kann man auch da reduzieren und soll man auch reduzieren und vieles andere. Auf jeden Fall, es ist wichtig, in diesem Monat sich einzustellen, ich muss ein Ziel haben. Ich muss wachsam mit der Zeit. Die Zeit schenkt mir Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Zeit ist wertvoll. Und ich muss sie gut nützen und gut einsetzen, dass sie mir Gutes bringt. Ich muss in dieser Zeit was Gutes pflanzen, damit ich Früchte empfangen kann, damit ich Früchte bekommen kann, damit ich Ernte bekommen kann. Es heißt, es gibt Salihin, die ein halbes Jahr vor Ramadan beginnen, sich für Ramadan sich zu vorbereiten. Und ein halbes Jahr nach Ramadan bleiben sie, die Früchte von Ramadan zu pflücken. Dass wir eben ein halbes Jahr pflücken und Früchte haben und Früchte von Ramadan und Geheimnisse und Gaben genießen können, brauchen wir auch einige Zeit davor, auch um zu vorbereiten. Eigentlich, der Mensch, wir fasten im ganzen Leben. Wir fasten das Fasten ist nicht nur Fasten von wie gesagt von das, was von uns verlangt ist, ist nicht nur Fasten von Bauch und Mund, also nur Essen und Trinken, sondern es sind auch verschiedene Arten von Fasten, die verlangt von uns sind. Und im ganzen Leben versuchen wir zu verzichten auf Dinge, damit wir andere Dinge erreichen. Und wenn wir Erfolg haben wollen in diesem Monat, in dieser gesegneten Zeit, dann müssen wir auch uns einstellen auf dieses Prinzip von Verzicht. Und auf dieses Prinzip von Fasten. Fasten auf Dinge, die nicht gut sind. Nicht nur Fasten, nichts essen, nichts trinken, sondern Fasten von nicht guten Sachen zu tun oder zu sprechen oder sich damit zu beschäftigen. Was bringt uns das Fasten eigentlich bei? Es bringt uns Geduld. Geduld, dass wir diesen Prozess von Fasten zu steigern und Fasten auf beste Art und Weise, dass wir mit dem Fasten nicht nur Fasten von, wie gesagt, diese zwei Dinge, banale Dinge eigentlich, sie sind wichtig, aber sie sind banal, wenn wir sehen, dass das Fasten als Ganze. Wichtig ist es, dass wir schauen, dass wir Geduld haben und dass wir uns ertrappen, dass wir bewusst fasten und dass wir anstreben, ein Fasten von Gottesfürchtigen. Warum? Weil das Ziel eigentlich vom Fasten, was Allah subhanahu wa ta'ala betont, ist die Gottesfurcht. Es heißt in die Fastenverse, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
أياما معدودات. Oh, ihr, die ihr glaubt, jetzt sage ich, übersetze ich frei. Oh, ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es vorgeschrieben war auf jene, die vor euch waren, auf das, dass ihr Gottesfürchtig möget. Also Ziel, das Hauptziel, das Allah subhanahu wa ta'ala uns ansetzt für das Fasten, ist Taqwa. La'allakum tattaqun, ist die Gottesfurcht. Das ist das Anstreben. Und wenn ich eben ein Fasten fasten möchte, der mich zum Ziel bringt oder in die Richtung von Ziel bringt, dann muss ich dabei Geduld haben. Dass ich nicht mit meinem Fasten auf die niedrigste Stufe bleibe. Dass ich mit meinem Fasten mein Fasten steigere auf höhere Stufen. Dass mein Verzicht sich stärkt. Dass ich verzichte auf mehrere Dinge, die nicht sinnvoll sind, dafür, dass ich diese Zeiten und diese Raum von Beschäftigung fülle mit Dingen, die wertvoll sind, die mir nützlich sind, in diesseits und in jenseits, die Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden machen, die Allah näher bringen, die dem prophetischen Fasten näher kommt. Also es geht auch mit anderen Wörtern um Selbstdisziplin. Ich mache mir einen Plan, ich mache mir zuerst ein Ziel. Was will ich in diesem Ramadan, was wünsche ich mir in diesem Ramadan zu erleben? Was wünsche ich mir in diesem Ramadan zu erreichen? Was habe ich letzten Ramadan vielleicht erreicht? Das war schön. Jeder sagt, glaubt ihr, der letzten Ramadan erlebt hat, sagt, es war schön. Stimmt? War für alle schön? Ja, schön. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass dieser Ramadan noch schöner wird. Und dass die Gaben noch mehr werden. Und dass die Geschenke noch mehr werden. Aber dafür müssen wir auch Selbstdisziplin haben. Müssen wir uns anstrengen, dass wir mehr leisten als letztes Jahr. Dass wir Geduld haben, bei unserem Vorhaben zu bleiben. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich brauche dafür Geduld. Und ich brauche dafür Selbstdisziplin, dass ich dem Ziel nachkomme. Und dass ich dem Ziel näher komme. Und dafür mache ich mir einen Plan. Die Zeit vergeht so schnell. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns gleich unmittelbar nach diesem Vers, Ayyaman ma'dudat. Macht uns aufmerksam, passt auf. Es sind wenige gezählte Tage. Nicht sagen, später mache ich. Im Ramadan, ganz am Beginn, jeder freut sich und jeder macht sich, hat hohe Ziele und das ist gut. Und das ist schön, hohe Ziele zu setzen. Aber das Gute ist, wenn man hohe Ziele hat und setzt, dass diese hohen Ziele den ganzen Ramadan durch so hoch bleiben oder noch in ihrer Höhe steigen, aber nicht zurückgehen. Oft passiert uns, dass wir hohe Ziele setzen und die ersten 4, 5, 6 Tage richtig motiviert, richtig glücklich, Ramadan ist jetzt da, und dann ab Ende der ersten Woche fangen wir langsam nachzulassen. Sei es beim Tarawih-Gebet, da sieht man die ersten 3 Tage, die Moscheen sind voll. Und dann vielleicht kämpft um einen Platz zu finden. Und dann Ende der ersten Woche werden die Leute noch weniger. Und wieder weniger und wieder weniger. Und es bleiben nur die, die Disziplin haben. Die, die Geduld haben. Die ihre Ziele klar sind. Und die wollen nicht ihre Leistung zurückschalten, sondern eher entweder auf dem gleichen Level, gleichen Niveau bleiben oder noch stärken. Und die sind, die noch mehr Erfolg und mehr Segen haben.
diese Leute, die am Anfang von Ramadan kommen und dann bald nach ein paar Tagen dann nicht mehr da sind, nicht mehr in die Moscheen sind oder nicht mehr so fleißig mit Koran lesen und Ähnliches mit Gutes tun, wann wachen sie wieder auf? In den letzten Tagen von Ramadan. 27. Nacht. Oh, das ist jetzt langsam Laylatul Qadr vielleicht und so weiter. Möglicherweise hat man schon Laylatul Qadr schon verpasst. Vielleicht war sie schon in die Nacht von 21. oder was auch immer früher. Aber 27. dann ist das Höchste. Dann findet man keinen Platz wieder in die Moschee. Warum? Weil diese waren in einem Zustand von Unachtsamkeit, sind sie eingetreten wieder. Nach der ersten Woche sind sie wieder langsam zurück in dem alten Rhythmus von ihnen und in der Nachlässigkeit, Faulheit und so weiter. Und jetzt, am Ende sehen sie, oh, es ist aus. Und dann wollen sie schnell, schnell noch was erreichen. Und das soll aber nicht, dieser Zustand soll nicht für die Suchende nach Wissen, so wie wir, sondern unser Zustand soll von den soll gehören zu denjenigen, die Selbstdisziplin haben, zu den Geduldigen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran so oft, dass er die Geduldigen liebt, dass er mit den Geduldigen. Wie ist es, wenn deine Geduld für das Ziel deiner Geduld ist, dass Wohlgefallen Allahs ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oft im Koran finden wir in mehreren Stellen, dass Allah liebt die Geduldigen, Allah ist mit den Geduldigen. Stell dir vor, Allah ist mit dir, wenn du Geduld dabei hast. Nur hab du den festen Ziel und sei wachsam, dass du Geduld dabei hast. Und Allah hilft dir, unterstützt dich. Was schenkt Ramadan, uns Ramadan auch noch? Ramadan schenkt uns das Gefühl von Umma, in einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Alle Muslime in die ganze Welt, außer die Ausnahmen, die berechtigten Ausnahmen, die eben krank und ähnliches, die fasten nicht. Sonst alle fasten. Eine ganze Umma in die Welt, in die ganze Welt, alle fasten. Alle machen das Gleiche und bemühen uns. Worum bemühen sie sich? Um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Was streben sie an? Allahs Zufriedenheit. Im Ramadan ist der Koran herabgesandt. Und im Ramadan ist eine Nacht, die wertvoller ist als 1000 Monate. Laylatul Qadr, die Nacht von Al-Qadr. So wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Nacht beschreibt, sie ist wertvoller als 1000 Monate. Eine Nacht von Ramadan. Wer diese Nacht bewusst erlebt, merkt, werden ihm seine Duas erfüllt und seine Sünden vergeben. Sayyidah Aisha radiallahu anha fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, wenn ich Laylatul Qadr, wenn ich diese Nacht erlebe, merke, mitbekomme, was ratest du mir zu sagen? Was soll ich? Gib mir ein Dua. Was hat er ihr gesagt? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. O Allah, du bist allvergebend, du liebst die Vergebung, vergib mir. Kommen wir zurück wieder zur Vergebung. Das, was Rasulullah s.a.w. seiner Frau geraten hat, um Vergebung zu bitten, um Verzeihung zu bitten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dem Monat die besten Gaben, die besten Geschenke
die besten Geheimnisse schenken und erleben lassen, bewusst erleben lassen, in Zustand von Achtsamkeit erleben lassen, die er seine rechtschaffensten Diener schenkt, die er seine Aulia und Asfia schenkt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Ramadan für uns machen, eine Wende in unserem Leben und eine Wende in unserem Zustand mit Allah subhanahu wa ta'ala und in unserer Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala, die uns die Süße von Ramadan testen lässt, die Süße der Nähe Allahs subhanahu wa ta'ala testen lässt, dass wir seine Nähe nicht wieder loslassen wollen. Dass wir, dass diese Gaben und diese Süße und diese Nähe das ganze Jahr uns begleitet. Amin, amin, amin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.